Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video. Und zwar bin ich ja jetzt gerade dabei, ein neues großes Album zu basteln. Und ich dachte, ich nutze die Möglichkeit, mal einfach nur ein Video darüber zu zeigen, wie ich mein Cover binde. Generell die Technik, die ich am meisten verwende. Es gibt da natürlich noch jede Menge andere Techniken. Ich benutze immer diese Technik, weil dadurch das Cover einfach sehr flexibel bleibt bei Mini-Alben oder Fotoalben. Und was ihr dafür braucht, sind einfach zwei gleich große Stücke Cardstock für Deckel und Rückseite des Covers. Und natürlich ein Bindeelement, also euren Rücken vom Mini-Album. Ich mache das immer aus Graupappe, weil ich einfach finde, dass dadurch die Alben sehr, sehr stabil werden und sie halten euch wesentlich länger, als wenn ihr nur normalen, beispielsweise, ich weiß nicht, Cornflakes-Karton oder sowas verwendet. Die Kartonagen können zwar verwendet werden, aber sie sind natürlich wesentlich instabiler, als wenn ihr eine Graupappe verwendet von mindestens 2 bis 3 mm. Genau, das zum einen. Um dieses ganze Cover zu binden, habe ich mir jetzt auch schon weißen Cardstock zurechtgeschnitten, denn das ist das Cover für mein Hochzeitsalbum. Und ich habe so zurechtgeschnitten, das Papier, dass ich mindestens noch 2,5 bis 3 cm drumherum Platz habe, um das Ganze einzuschlagen. Denn das ist das, was ich mache. Deckel und Rückseite wird beides einzeln einfach mal im Papier eingeschlagen. Dazu habe ich auf der einen Seite schon doppelseitiges Klebeband angebracht, was ich jetzt einfach abziehen werde. Wenn ihr das Ganze abgezogen habt, dann dreht ihr das Ganze auf die Rückseite, also andersrum, sodass ihr das schön auf eurem Cardstock kleben könnt. Ich achte jetzt einfach nur darauf, dass die Abstände rechts und links oben und etwa relativ gleich sind und klebe mir das einmal fest. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr mit doppelseitigem Klebeband arbeitet, dass ihr Klebeband verwendet, was wirklich gut hält. Es gibt ja einmal die Klebebänder von 3M, die sind allerdings relativ teuer meiner Empfindung nach. Und dann gibt es noch das Klebeband, was ich nutze, das ist von Kreativ Bunt. Die haben ein unheimlich gutes Klebeband und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut top. Wir haben immer 50 Meter auf der Rolle und dadurch hält es einfach unheimlich lang. Ich benutze es immer bei jedem Album eigentlich. Wenn ihr Klebebänder habt, beispielsweise vom Action, würde ich euch nicht empfehlen. Ich habe das auch schon mal verwendet und dann ist mir leider mein komplettes Album, naja, auseinandergefallen. Also das ist einfach nicht so gut von der Klebekraft her, gerade wenn man ein bisschen mehr Klebekraft braucht, um entweder Bindungen anzukleben, beziehungsweise Seiten in die Bindung zu kleben oder einfach auch eine gewisse Stabilität zu erzeugen. Gebt da wirklich ein bisschen mehr Geld aus. Es ist gar nicht so sehr viel mehr, aber es wird euch auf jeden Fall ein bisschen glücklicher machen. So, bevor wir das jetzt wirklich richtig einschlagen, gehe ich immer her und knicke mir meine Seiten vor. Das heißt, damit der Cardstock nicht reißt, gehe ich immer her und knicke mir das Ganze einmal vor, sozusagen zurecht. Und das von allen Seiten her hat einfach den Hintergrund, dass ich es dann später, wenn ich an den Seiten Klebeband habe, einfach ein bisschen besser einschlagen kann und mir der Cardstock nicht reißt. Ihr könnt natürlich auch euer Cover beispielsweise direkt schon im Motivpapier einbinden. Das mache ich normalerweise, aber hier sind die Seiten einfach größer als, also die Coverseiten einfach größer als normales 12×12 Inch Papier. Das heißt, ich kann das nicht einschlagen. Ich habe hier eine Gesamtlänge von 30 cm und 12×12 Inch Papier hat ja eine Höchstlänge von 30,5 cm und da hat man nichts mehr übrig zum Einschlagen. Deswegen da ein bisschen gucken, dass ihr das ein bisschen vorknickt. Je nachdem, was für eine Papierstärke ihr auch verwendet, ist es dann natürlich auch so, wenn ihr nicht vorknickt oder vorarbeitet, dass euch das passieren kann, dass euch das Ganze reißt auf jeden Fall. Ne? Deswegen bei Papieren immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade bei Cardstock-Papieren, dass ihr immer schön vorarbeitet, das Ganze vorknickt, damit sowas einfach nicht passieren kann. So. Okay, wenn ich das gemacht habe, schlage ich das wieder auf, greife mir wieder mein doppelseitiges Klebeband. So, und dann gehe ich jetzt am Rand
zuallererst am Rand, komplett drumherum erstmal entlang. Wenn ihr keine Schere verwenden möchtet, dann könnt ihr auch ganz gut einen Acrylblock dazu verwenden, euer Klebeband abzureißen und zu kürzen. Das ist überhaupt kein Problem. Oder eure Finger, wenn es euch leichter fällt. Ich mag es immer, ich bin da ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ich mache es meistens so, dass ich einen Acrylblock verwende, weil die Kanten dann auf jeden Fall gerade sind. So, wenn ich jetzt außen eine Bahn aufgebracht habe und merke, okay, das Ganze ist noch relativ breit, da würde noch eine Bahn hinpassen, dann setze ich einfach nochmal mein Klebeband an und gehe mittig auf dieser Bahn entlang. Das muss nicht Klebeband an Klebeband sein, sondern einfach relativ mittig und gebe einfach noch eine zweite Bahn auf. Dann erhöhe ich einfach die Stabilität und die Klebkraft am Ende und es tut eigentlich dem Cover mehr gut als schlecht. Ich habe es nochmal mit dem Falzbein festgedrückt und jetzt braucht ihr eine Schere. Und zwar habt ihr jetzt hier ja solche Schnitt- und Bruchkanten durch das Knicken bekommen. Und, also was heißt Schnittkanten, Bruchkanten, durch das Knicken oder vorherige Einschlagen in dem Papier bekommen. Und dann habt ihr hier vorne vor eurer jeweiligen Ecke immer ein Kreuz, das sieht man jetzt leider nur ganz schlecht in der Kamera, aber es bildet sich so ein Kreuz. Und dieses Kreuz dürft ihr nicht durchschneiden, also ihr müsst hinter diesem Kreuz bleiben, wenn ihr das Ganze abschrägt. Hat einfach nur den Grund, wenn ihr das nicht macht, dass euer Cover leider nicht komplett eingedeckt wird. Das heißt, ihr braucht immer noch mal so einen Abstand von der Stärke der Graupappe, damit auch wirklich alle Ecken schön eingepackt werden. So, genau. Dann haben wir unsere Klebelaschen abgeschrägt und jetzt geht es darum, dass wir erst die langen Seiten abziehen. Warum erst die langen Seiten? Hat einfach den Hintergrund, dass die langen Seiten natürlich wesentlich mehr Spannung haben. Und wenn man die dann noch mal ein bisschen reduzieren kann durch die oberen, also durch die kürzeren Klebelaschen, dann tut das eurer Bindung ganz gut. Deswegen immer erst die langen abziehen. Hallo, hier ist Klebeband. Jetzt. Und dann, wie vorher auch, euren Cardstock nehmen und einmal umschlagen. Dann habt ihr einfach den Vorteil, dass eure Kante immer schön gerade ist und immer schön sauber geklebt ist. Und am Ende könnt ihr immer noch mal mit dem Falzbein drüber gehen und das Ganze noch mal gut festdrücken. Wenn ihr natürlich sowas wie Buchbindeleim habt, könnt ihr das natürlich auch verwenden. Ich finde es einfach nur eine saubere Angelegenheit mit doppelseitigem Klebeband. Deswegen benutze ich das immer. Dann, wenn ihr die beiden langen Seiten geklebt habt, zieht ihr schon mal das Klebeband von einer der kurzen Seiten ab. Und jetzt habt ihr hier solche Flügelchen. Und diese Flügelchen drückt ihr mit eurem Falzbein einmal nach innen, an der Kante nach innen und drückt es einfach fest. Dann bekommt ihr einfach nochmal eine schönere Kante. Gleich beim Einschlagen. Und dann macht ihr das genau wie beim anderen auch. Schlagt das einmal um und drückt es fest. So. Dasselbe machen wir an der anderen Seite genauso.
das Ganze einmal schön festdrücken, dass sich euer doppelseitiges Klebeband auch gut mit dem Cover verbindet, mit der Graupappe. So, und jetzt könnt ihr mit eurem Falzband einfach nochmal an den Kanten entlang gehen. Wenn ihr einfach schärfere Kanten haben möchtet, nicht so abgerundete, würde ich euch auf jeden Fall an einer der langen Kanten empfehlen, weil die später ja noch mit dem Stück der Bindung verbunden werden muss. Und da ist es immer schön, wenn die Kante schön scharfkantig ist. So. Okay, und dann wäre das erste, die erste Seite, das kann jetzt Rückseite, Vorderseite vom Cover sein, wäre damit fertig. Wir machen jetzt das Ganze nochmal bei der zweiten Seite und dann kümmern wir uns um die Bindung. So, ich habe jetzt auch beide Teile eingebunden in weißes Papier. Das heißt, Deckel und Rückseite von meinem Cover sind schon mal fertig. Und jetzt geben wir uns an die Bindung. Und an der Bindung ist es einfach so, ich habe hier ein Stück von 8 cm mal 30 cm mir zurechtgeschnitten. Und da habe ich jetzt einfach genau dieselbe Höhe vom Papier verwendet und habe dafür gesorgt, dass hier an der Seite jeweils 2 cm noch übrig sind, wo wir zum Einbinden nutzen. Auf der Rückseite von der Graupappe habe ich genauso wie der doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Das ziehe ich jetzt einmal ab. So, wenn ihr das abgezogen habt, dann klebt ihr das Ganze mit demselben Abstand rechts und links sowie oben und unten auf. Das wäre jetzt schon sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, weil gerade rechts und links, das wird eure Bindungslasche. Ja? Also die sollte nicht zu kurz sein. Ich habe mich hier jetzt für 2 cm entschieden, wenn ihr noch relativ neu im Binden von Alben seid, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze hier nochmal ein Stückchen breiter zu machen, auf 3 bis 4 cm zu gehen, weil dann habt ihr ein bisschen mehr Spielraum. Mir reichen jetzt die 2 cm, aber wie gesagt, wenn ihr da neuer drin seid, auf jeden Fall ein bisschen breiter gehen. Jetzt gebe ich mir hier oben, also an der kurzen Seite jeweils, doppelseitiges Klebeband auf. An den langen Seiten nicht, nur oberhalb und unterhalb. Dann nehme ich auch 2 Streifen wieder. So, und jetzt kommt es darauf an, wie ihr was knickt. Also, wir knicken ganz normal wieder die obere und die untere Seite um, damit wir einfach das Papier daran gewöhnen, dass es geknickt wird, bevor wir das Klebeband abziehen. Hier schrägen wir jetzt noch nichts ab, das heißt, wir ziehen einfach nur unsere Klebestreifen ab. Und schlagen das Ganze jetzt nach oben hin um, drücken unser Klebeband aber erstmal nur an der Graupappe fest. Am weißen Papier noch nicht, denn jetzt müssen wir erstmal mit dem Falzbein arbeiten. Und zwar arbeiten wir dahingehend, dass wir erstmal unser weißes Papier hier an der Kante aufdrücken und dann nach außen hinziehen. Und dann werdet ihr sehen, dass sich das ein bisschen schräg legt, das Papier. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, das sieht man am Ende nicht mehr. Wichtig ist, dass das erstmal hier an der Kante gut versiegelt ist. So. Und dann seht ihr, ich hoffe, man sieht es, dass ihr hier so einen kleinen Versatz habt, dass das nicht Kante auf Kante klebt. Das kann auch gar nicht Kante auf Kante kleben. Es geht gar nicht. Meine Kamera ist ein bisschen verschwommen dahingehend. Aber es ist halt wirklich nicht ganz Kante auf Kante. Und das macht ihr an beiden Seiten. Also die Kamera wird demnächst auch besser. Die wird ein bisschen schärfer sein am Ende. Das heißt, ihr werdet auch ein paar Sachen besser sehen. Ich arbeite da jetzt gerade dran, so ein bisschen was an den Aufnahmesachen so ein bisschen noch ein bisschen zu verbessern für euch,
dass das alles ein bisschen besser sichtbar ist, Farben ein bisschen besser rüberkommen, Lichter ein bisschen besser sind. Ja, das war jetzt halt mein erstes Jahr YouTube und das sieht man teilweise auch in den Videos, ne? So. Und da haben wir das genauso. So, da ist es auch wichtig gewesen, dass ihr da wirklich sauber arbeitet und es erst hier an der Kante innen einklebt. Weil jetzt werden nämlich die Ecken abgeschrägt und zwar von der Spitze ab an ein Stückchen nach unten. Es muss nicht viel sein. Aber so, dass es halt schon sichtbar ist, ne? So, wenn ihr das gemacht habt, dann kommt jetzt Trick 17. Bei diesem Cover und zwar dreht ihr das Ganze um, sodass die weiße Seite bzw. euer Motivpapier, mit was ihr das einbindet, euer Cardstock, mit was ihr das einbindet, euch einmal anschaut. Und jetzt fühlt ihr mit eurem Falzbein die Graupappe. Das heißt, ihr geht entlang der eingebundenen Graupappe mit eurem Falzbein lang. Es braucht ein bisschen Übung, da den Abschluss zu finden, je nachdem, was für eine Stärke ihr auch verwendet. Wenn ihr mit Motivpapier arbeitet statt mit Cardstock, sollte das sogar noch ein bisschen leichter gehen. Und da müsst ihr jetzt schön an der Kante entlangfahren. Also ihr biegt sozusagen euer Papier in die entgegengesetzte Richtung. Und da ruhig auch ein bisschen öfter drüber gehen, sodass ihr wirklich wie so eine Kante dann bekommt, eine Falzkante. Und das macht ihr an beiden Seiten. So, wenn ihr das gemacht habt, dann zieht ihr wieder doppelseitiges Klebeband auf. Und zwar jetzt von außen, also auf der Seite, Motivpapierseite, Cardstockseite, die euch anschaut, zieht ihr jetzt Bahnen von doppelseitigem Klebeband. Zuerst schön an der Kante, weil da muss es ja am meisten kleben. Und dann so etwa, ich sag mal so, 3 bis 4 mm vor eurer Falz, den letzten Klebebandstreifen, weil euer Klebeband darf auf gar keinen Fall bis zur Falz gehen, weil ihr sonst den Bewegungswinkel einschränkt. Das wäre nicht so gut. Bei meiner Lasche von 2 cm habe ich da 2 Klebebandstreifen in der Stärke von 0,6 cm verwendet. Ihr könnt da natürlich auch breiteres Klebeband verwenden, aber das hat sich jetzt hier einfach sehr gut angeboten. So, und jetzt kommt die Wahrheit, ob ihr gut und sauber gearbeitet habt, denn jetzt könnt ihr eure Cover zusammenlegen. Ihr entscheidet euch jetzt einfach, was Vorderseite, Rückseite ist und die werden jetzt so aneinander geklebt. Das bedeutet, wir ziehen hier das doppelseitige Klebeband ab. Arbeiten aber hier auch nochmal mit Flüssigkleber nach. Ich arbeite da mit dem VBS Flüssigkleber. Hat einfach den Hintergrund, dass der mir meiner Ansicht nach am besten klebt. Beziehungsweise auch sehr schnell anzieht. Deswegen arbeite ich jetzt mit dem. Gebt dafür Flüssigkleber auch über euer doppelseitiges Klebeband. Aber nicht in diese Falzlinie. Also wirklich den Flüssigkleber höchstens bis zu eurer zweiten inneren Bahn doppelseitigen Klebeband geben, nicht darüber hinaus, damit ihr den Bewegungswinkel nicht einschränkt. So, und jetzt wird das Ganze aneinander geklebt. Und zwar achtet ihr auch hier darauf, dass euer Abstand zwischen den beiden Graupappestücken mindestens die Stärke eurer Graupappe enthält. Mindestens. Ich bin da sogar so, dass ich immer noch mal ein Stückchen weitergehe, weil ich einfach finde, dass es sich wirklich gut bewegen muss. Und das funktioniert am besten, wenn man da ein bisschen Platz zwischendrin hat. Und dann wird das Ganze angedrückt. Zur Verstärkung des Drucks oder der
Klebkraft einfach das Ganze dann auf die Rückseite drehen und nochmal mit eurem Falzbein schön drüber gehen, sodass sich der Kleber gut verbindet und euer Klebeband auch. Das ist so das A und das O, weil das hält euer Cover am Ende aneinander und zusammen. Und jetzt könnt ihr das Ganze knicken, also schön vorsichtig. Könnt ihr auch warten, bis es angetrocknet ist, wirklich. Und jetzt sollte, und das ist wirklich das Thema sollte, euer Cover ungefähr auf der gleichen Höhe sein, aber gut beweglich sein. So. Aber das sieht schon mal gut aus auf der Seite. Und dann können wir uns auch schon der nächsten Seite widmen. Das ist schön alles verbindet. Dann das Ganze umdrehen und das Ganze nochmal festkleben. Braucht euch auch keine Sorgen, um eure Graupappe hier in der Mitte zu machen, weil die wird später sowieso mal Motivpapier, je nachdem wie ihr euer Album füllt oder was für eine Bindung ihr wählt, wird dann sowieso nochmal überdeckt und überklebt. Also da macht euch auf jeden Fall keine Sorgen drum. Aber das muss kleben, das ist absolut notwendig. So, wenn das gemacht ist, auch bei der zweiten Seite einmal den Test machen, ob ihr das Ganze umknicken könnt und aufeinanderlegen könnt. Wenn ihr das machen könnt, ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, auf jeden Fall. Super. Okay, und damit habt ihr ein super flexibles Cover, was richtig schön stabil ist. Und ihr könnt natürlich jetzt mit jedem Verschluss arbeiten. Ihr könnt hier durch die Graupappe natürlich noch ein Brett anbringen, das Ganze mit Gummizug verschließen oder klassisch mit Schleifenband oder ihr benutzt einfach einen komplett anderen Verschluss. Das, was euch am besten gefällt, das, was ihr am meisten mögt, nutzt ihr hier einfach. Genau, und das war es heute auch schon wieder zu diesem kleinen Tinkers Tipps und Tricks Video. Wie ihr seht, es bleibt absolut flexibel. Ich liebe diese Coverart. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt jetzt auch diese Cover-Technik anwenden, beziehungsweise ihr findet Gefallen daran. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video auch geholfen, nicht nur gefallen. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüss!